Guten Morgen. Wir haben ungefähr 8 Uhr. Ich bin hier in Bozen, da wo ich gepennt habe. Hier schön da in der Mitte. Das war ein richtig angenehmes Bett. Hier, das ist gewaschene Wäsche. Premium, konnte ich gestern noch machen, durfte ich gestern. Und ich habe gestern schon ein bisschen hingelegt und das ist der Einkauf. Beziehungsweise das, was ich auch noch dabei hatte. Ob das zu viel ist oder nicht, wahrscheinlich ist es viel zu viel. Also. Das ist für die Nerven auf dem Weg nach oben, weil heute steht es ja bis zum Grödner Joch an. Das ist noch Honig, den wusste ich gar nicht, dass ich den noch dabei habe. Aber das ist schon gar nicht schlecht für ein bisschen Energie. Ja, also Brot, Bananen für Energie, Pesto kombiniert mit Nudeln, die da drin sind. So. China-Nudeln für die Not, Porridge fürs Frühstück zum Beispiel. Der leckere Speck kombiniert mit dem Brot zum Beispiel. Und dann habe ich noch die Erdnussbutter und die Marmelade aus Vidoledo. Das ist hier drin. Ja, ist wahrscheinlich viel zu viel, aber dann habe ich wenigstens was Leckeres zu essen, wenn ich oben irgendwo bin. Ich muss ja nicht Wasser alles voll machen zum Beispiel, dann kann ich nur eine Flasche voll machen, dann trage ich schon 2 Kilo weniger. Genau. Und ich brauche, glaube ich, irgendwie 3,5 Stunden, also ich rechne 4 Stunden, dass ich von unten bis oben brauche. Das heißt, ich muss nicht allzu früh losfahren. Die Sonne wird eh da sein. Es wird nicht allzu warm, ich glaube so 24, 25 Grad. Da oben wird es ja eh nicht heiß, extrem. Hoffe ich. Und dann fahre ich gleich, glaube ich, das erste Stück mit dem Zug und dann geht es da hoch. Nehme ich jetzt doch den Zug. Es fährt nämlich einer um 10 und es fährt einer um 12. Und den um 12 will ich nicht so gern nehmen. Ich meine, ich habe zwar nur knapp 4 Stunden Fahrt vor mir, aber ich habe keine Lust, mich zu hetzen. Ich brauche noch einen vernünftigen Schlafplatz, will da oben auch noch was genießen. Und wenn ich dann um 10:30 in Waldburg losfahren kann, dann passt das schon. Dann passt das schon. Und dann bin ich um 3:30, also 10.30 Uhr, bin ich mit Glück um 15 Uhr oben. Und ja, dann schaue ich mal, was noch so geht. Naja, jetzt fahren wir erstmal zum Bahnhof, kaufen das Ticket. Und hoffen, dass wir den Zug kriegen. Sonst heißt es nämlich 2 Stunden warten. Angekommen beim Bahnhof Waldbruck. Spike ist schon hier oben. Ich musste natürlich wieder die Treppe nehmen, weil der Aufzug zu klein war. Und da bin ich gerade eben angekommen auf dem Mittelsteig. Ja, jetzt geht's eigentlich ein Stück nach rechts, da wo der LKW gerade reingefahren ist. Und dann nach da oben, wo die Sonne ist. Ich habe mal geschaut, es sind nur, ich glaube, 27 Kilometer. Aber 1800 Höhenmeter oder so. Also viele Stücke mit irgendwie 24% Steigung oder so. Schauen wir mal. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und das Gute ist, jetzt habe ich Zeit. Das ist auf jeden Fall tipptopp. Ja, jetzt gibt es gleich noch eine Powerbanane. Kann dann losgehen. Auf den Straßen in Waldbruck. Gespart habe ich mir durch 20 Minuten Zug. Hier auf dem Schild die 23,5 Kilometer. Komoot bzw. Google Maps hätte dafür angesagt 2,5 Stunden. Irgendwas von 600 Höhenmetern. Noch zusätzlich. Und ich habe gedacht, wenn ich heute schon aufs Grödner Joch hochfahre, dann spare ich mir den Anstieg bis hier. Aber Martin, der Vater von Eva aus Bozen, meinte, jo, das ist gar nicht so viel. Das kannst du auch easy mit dem Fahrrad fahren. Und da war ich ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, das Zugticket hat ja auch 10 Euro gekostet. 10,50 Euro. 3,50 Euro für die Fahrt und 7 Euro fürs Fahrrad.
Aber war es im Endeffekt wert, denn jetzt habe ich die ganze Energie noch sozusagen zusätzlich, kann mich hoffentlich einigermaßen gechillt den Berg hochkämpfen. Ups. Und dann bin ich oben, kann mich da was ausruhen, kann dann auf der anderen Seite ein Stück runterfahren. Das meinte Martin nämlich, das wäre eine gute Idee, um sich dann da einen kleinen Campingspot zu suchen. Ja, so sieht der Plan aus. Und die Umgebung hier ist auch schon, die ist schon sehr sick. Ich habe jetzt, ich glaube, 1,5 Liter Wasser. Nee, 2,5 Liter Wasser. Weil ich trick's mich immer selbst aus, indem ich 2 kleine Wasserflaschen irgendwo bei mir in die Tasche verstecke. Dann vergesse ich die. Dann sollte ich irgendwann mal kein Wasser haben. Aus irgendeinem Grund, weil ich nicht eingeplant habe, weil ich irgendwie meine Fontäne nicht funktioniert, weil keine Leute in der Umgebung sind. Dann habe ich immer noch ein bisschen Notreserve. Schleppe ich zwar mit mir rum, meine Güte, aber dafür, dass ich nicht verdurste, ist mir das ganz recht. Und ich habe jetzt halt nur eine von beiden Plastikflaschen aufgefüllt, damit ich halt mir das Gewicht schon mal sparen kann, weil das, die fassen ja wirklich viel. Und ich denke, bis St. Ulrich komme ich mit der einen hin. Da wird aufgefüllt, da war ich ja gestern, ab da weißt du, wo da schon Brunnen sind. Ja, und dann geht's weiter. Let's go! So, hier links von mir ist der Tunnel. Und da geht's jetzt hoch. Rein in den Tunnel, Licht an. Der Bus ist gestern ja auch hochgefahren. Ich hab Bock. Let's go! Und es geht nach oben. Aber bis jetzt keine starke Steigung. Ich weiß aber, dass sich das gleich ändert. Denn mit dem Bus waren das gestern, keine Ahnung, mindestens 5 Kilometer auf 24% Steigung oder so. Ja, da freue ich mich schon drauf. Bereits nach den ersten paar Kurven erreichen die Vibes vom San Bernardino Pass. Aber ein schlechtes Gefühl ist es tatsächlich nicht. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man die Baustelle fährt. Dann ist nämlich grün, man fährt. Man ist so lahm, dass die alle wieder von oben kommen. Mal schauen, wie das aussieht. Ah gut, hier wird es schon wieder ein bisschen breiter. Ja, schau, da oben stehen die alle schon. Ja, oh, passt. Da bin ich dann noch durchgekommen. Week you felt like I had nothing left. Believed in me and stored faith when no one else did. I wouldn't have a second thought if it came down to it. I swear to God. Schick ist es hier. Grüne Wiesen, Berge, kleine Dörfer. Und halt Motorradfahrer. Ne? Da machst du nichts. Da machst du nichts. Bis jetzt hält sich die Steigung in Grenzen. Aber ich habe ja eh recht viel Zeit. Ich glaube, gleich kommt irgendwann das Stück, wo es steil wird. Aber. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. So, es ist wieder Zeit für das Sprengkraftspiel. Da ist die Straße, da ist der Sprengkraft. Ah, der geht aber echt weit dieses Mal. Aha, da sind wir. Ja, komm.
Oh. Ja. Ja. Hoffentlich ist das kein Vorgeschmack auf den Regen, der die nächsten Tage kommen wird. Ja, das muss reichen. Jetzt kannst du weitergehen. Da vorne geht das Stück los, wo es ehrenlos wird. Da sieht man das Auto gerade schon hochfahren. 14% Steigung. Wird wahrscheinlich zwischendurch mehr sein. Aber naja, probiert's. Ich bin noch nicht im aller untersten Gang bis jetzt. Ja, das ändert sich jetzt. Ja. Ja, schauen wir mal, wie gut wir hochkommen. Wir können ja Pause machen. Oh, das ist schon steil. Das ist schon steil. Ja, ja. Ja, ist schon anstrengend. Insgesamt haben wir jetzt bereits 7,5 Kilometer. Das bedeutet ein bisschen weniger als ein Drittel. Aber ein Viertel auf jeden Fall schon. Von der gesamten Strecke. Ja. Und hier geht es ganz langsam voran. Das Einzige, was ein bisschen stört und das erschwert, ist die Sonne, die ein bisschen drauf knallt. Aber habe ich lieber als im Regen hier hochzufahren. So, relativ, wahrscheinlich noch ein Viertel der Strecke bis St. Ulrich, vor St. Ulrich, hier in St. Peter im Tal. Ich habe mir vorgenommen, in St. Ulrich ein bisschen was zu essen von mir, was ich mir mitgenommen habe. So schön ein paar Gummibärchen. Und dann weiterzufahren. Ja. Da oben sieht man schon einen Teil von der Hochiebirge. Tschüss. Junge, Junge. Bis St. Ulrich zieht sich aber doch mehr als gedacht. Da ist es jetzt ausgeschildert. Aber. Puh. Danach geht es eine Zeit lang mit recht wenig Steigung in Anführungszeichen. Und dann kommen die Serpentinen zum Grötner Joch. Die werden dann nochmal ein Spaß. Und dann bin ich erstmal oben. Aber zunächst wollen wir nach St. Ulrich. Das sind wahrscheinlich noch so 2,5 Kilometer. Mein T-Shirt ist schon dunkel. So, mein T-Shirt ist schon dunkel, weil ich so am Ölen bin. Aber kann man halt nicht machen. Wir sind mehr oder weniger angekommen und da oben links, das ist der Sitscheda. Da war ich gestern. Alter, das ist krass, das jetzt auch mal so zu sehen. Ja, und sonst ein schönes Dolomitendörfchen. So, Installation offiziell begonnen. Mit diesem goldenen Ding, was man da sieht, da kann man Wasser auffüllen. Das bleibt wahrscheinlich schon. Und dann geht's weiter. Wir sind knapp auf der Hälfte von der gesamten Strecke. So, wenn man da auf den Knopf drückt, kommt er da raus. Was mache ich jetzt? Ja, ich dachte, das wäre eine gute Idee. In einem höchst unchristlichen Anstieg, den mir der Radweg nochmal beschert hat, sind wir endlich angekommen in St. Christina. Und ich glaube, da vorne sieht man ja schon den Gipfel. Oder einen Gipfel. Ich glaube, daneben diese flache Stelle,
ist schon das Grödener Joch. Coole Aussicht, muss man mal so sagen. So, um dem Ganzen auch mal ein bisschen Struktur zu verlangen. Da ist St. Ulrich und aus dem Tal da sind wir gekommen. So, an diesen scheiß Radweg lang. Und jetzt stehen wir mitten in St. Christina. Da ist Holtenstein. Und dann geht es von 1563 Metern nach da, wo das blaue Parkplatzschild ist, da oben, auf den aufs Grödener Joch. Passo Gardena auf 2100 Meter. 2120 und 560 sind 40. 40 und 520, 560 Höhenmeter überwinde ich ja noch mit dem letzten Pass. Ja, und dann ist es nämlich auch das, was wir da sehen da hinten. Also jetzt gerade nicht, aber die Berge da hinten. War gerade eben ein Mann am Straßenrand, hatte mich gesehen, meinte so, ja, sehr gut. Ich so, ja, danke schön. Mein lieber Mann. Wird man immer so ein bisschen angefeuert. Das pusht immer ganz gut. So, und jetzt geht weiter. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Also doch, schon. Schicki, schicki. Das hier, nicht so schicki, schicki. Sondern eher steili, steili. Ja. Hallo. Boah, was eine Aussicht. Junge, ich will schon wieder anhalten und ein Foto machen. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir links von diesem linken Steinmassiv hoch. Das dürfte unser Way sein. Ich weiß es auch nicht. Erstmal genieße ich eine kleine Abfahrt. Aber die richtige Abfahrt, die wird morgen genossen. Und zwar, wenn ich muss noch einen zweiten kleinen Pass fahren. Aber der ist im Vergleich hierzu ist der nichts. Und danach, dann geht's bis Belluno. Natürlich bis auf weitere Ausnahmen. Komplett runter. Und da sehe ich mich tatsächlich. Ah, so. Ich habe die Powerbanane geleert. Ich habe die Gummibärchen, die sind jetzt da drin, einigermaßen geleert. Und jetzt geht's los. Ich fahre da hinten, wo man die Spitze durchscheinen sieht, wahrscheinlich links davon hoch. Ich werde vielleicht teilweise die Straße nehmen, wenn der mir empfiehlt, so einen Trampelpfad zu nehmen, weil der wird natürlich viel steiler sein als die Straße. Die Straße ist aber länger. Da wir aber 14.18 Uhr haben, habe ich für den Weg hoch Zeit. Ich hab Bock. Ja, let's go. Ja, der Berg fängt an. Ich bin schon am Schieben und ich habe gerade angehalten. Hab ein bisschen um die GoPro gekümmert, weil der Akku irgendwie leer war. Oder so, keine Ahnung. Ja. Und rechts von mir ist die Straße. Dann können wieder einmal ist auf Komoot Verlass. Geht's den Grasweg hoch. Ich werde den nächsten Weg, den Komoot mich lang schickt, sowas von abchecken und sonst nehme ich einfach die Straße. Das ist mir auch ganz egal dann. Das kann sich doch kein Schwanz ausdenken. Wo mich diese Drecks-App hier lang schickt, Alter, wirklich. Am Ende sollte ich mich sehr glücklich schätzen können, dass ich ab jetzt die Straße gewählt habe. Kurz vor dem höchsten Punkt des Passes sehe ich einen kleinen Trampelpfad, der in einer geraden Linie zur Passspitze führt. In praller Sonne und mit 28% Steigung ist das mit einem 45 Kilogramm schweren Reiserad kein Spaß. So, Komoot hätte mich wieder. Irgendwo lang geschickt wurde anscheinend die Kurven abkürzt. Hier habe ich das auch gesehen. Das ist eine recht krasse Abkürzung tatsächlich. Aber wenn die so ist wie der kleine Anstieg gerade, da fahre ich lieber den Umweg. Ich meine, ich habe Zeit. Dann habe ich hier Thea. Hoffentlich nicht allzu viel Prozent. Und vielleicht ist die Aussicht auch noch was schöner als durch so einen verschissenen Trampelfahrtweg. So. Das mache ich jetzt. Es wird dann wohl was länger dauern.
Ich hoffe wirklich sehr, das war eine gute Entscheidung. Das Ding ist, normalerweise würde ich kurz und viel vorziehen, statt lang und schleichend. Aber bei dem kleinen Anstieg eben und bei dem Untergrund und in dem Zusammenhang, dass die Strecke, die ich dann kurz in Anführungszeichen fahren würde, 4-5 Kilometer lang ist, ist dann auch nicht mehr so ganz kurz. So, klar, ist kürzer als das, was ich jetzt mache. Ob sich das so lohnt? Ich glaube nicht. Junge, Junge, Junge. Schick, schick. Holy Jesus. Junge, ist das massiv. Vom San Bernardino. Da links die Leitplanke, sieht man jetzt gleich die Motorradfahrer. Da geht's in die Serpentin. Da geht's in die Serpentin. Da sind die Motorradfahrer. Und da oben geht wieder eine Serpentine quer. Aber das mache ich lieber als 3 Kilometer mit 26 war glaube ich sogar maximal. 26% Steigung auf Schotter ausrutschen zu schieben. Das mache ich hier doch viel lieber. Das war eine gute Wahl, glaube ich zumindest bis jetzt. So, da vorne, wo die Kreuzung ist, geht es konkret wieder da hoch. Das war jetzt so ein Rundweg sozusagen. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, gut auf der Hälfte. Let's go! Laut Schild sind es noch 6 Kilometer ab hier. Das ist doch entspannt. Wird dann wahrscheinlich eine knappe Stunde dauern. Aber meine Güte, ich kann es nur noch mal sagen. Das mache ich viel lieber, als das Fahrrad bei Schotter 24% Steigung hochzuschieben. Bin ich lieber eine Stunde länger unterwegs. Und hier sind ganz viele andere Fahrradfahrer und Motorradfahrer. Let's go! Die ganze Zeit zu Seiten dieses wunderschönen Bergmassivs. Ich weiß ja nicht, was es ist, aber es sieht sehr schön aus. Leider ist die Sonne genau drüber, das heißt, es belichtet nicht gerade gut. Aber das lässt sich doch genießen. So, und die ganze Zeit haben wir die Berge im Hintergrund. Da oben ist ein Fallschirmspringer. Schick! Oder Paraglider, wie man die nennt. Da, wo das weiße Auto gerade war, geht's weiter. Die Straße ist steil, aber voll gut. Es war bis jetzt eine sehr gute Entscheidung. Weil, also ich weiß nicht, das ist jetzt schon steil. Die Straße ist steil, keine Frage. Es geht steiler, klar, ein Fußweg oder was geht steiler. Aber ich weiß nicht, wie kommod die anfänglichen 8 oder 9 Kilometer, die dieser Umweg eben mit sich bringt, innerhalb von 3 geschafft hätte. Antwort: mit 24% Steigung und irgendeinem vercrackten Schotterweg. Nee. Dann mache ich lieber das und das genieße ich auch richtig. Ich habe gesagt, die Aussicht wird gut. Die Aussicht ist gut. Da hinten ist dieses dicke Massiv. Ja. Es läuft. Ist auch gar nicht so schlimm. Macht Spaß. Krank, krank, krank. Hier, so, bang. Fahrrad. Und da unten, irgendwo im Tal, da ganz hinten, wo man auch die... Alter, da sieht man die anderen Berge. Junge, das ist ähnlich wie die Aussicht gestern. Aber jetzt geht's schön. Hier weiter die Serpentinen noch. Yeah. La la la. Echte Serpentine. Positioniert uns mit dem Ausblick ins Tal. Da hinten.
aus, als würde es gerade runtergehen. Das kann ich absolut nicht einordnen. Na gut, ich kenne das Höhenprofil von der Straße nicht, ne? Ja. Yeah. Ah. Umdrehen. Zeigen. Ah. Die Straße geht jetzt wahrscheinlich ein Stück, ein kleines Stück runter. Dann nach vorne. Da. Da. Da geht die Passstraße hoch. Dann ist da das Grödener Joch. Let's go. Kann nicht mehr so viel schief gehen. Crazy. Bei mir ist das Grödener Joch. La la la. Junge, krank. Krank! Ich glaube doch nicht. Was das da links, der Sinjena ist, weiß es aber nicht genau. Okay. Was ist das denn? Geil! Ja, man sieht die Straße sogar. So viele Serpentinen sind es gar nicht mehr. Das Beste ist, ich hab Bock. Das ist das Allerbeste. Ich werde mir das dann oben einfach erstmal anschauen und mich dann gegen Abend Richtung Campingspot begeben. Yeah! Mich nicht alles täuscht, bist du nicht kommod, allen Ernstes, an diesen kleinen Häusern vorbei, ups, da wo die beiden Leute laufen lang geschickt, ist das zu fassen. Ich wäre jetzt nicht mal ansatzweise auf der Hälfte. Das war eine gute Entscheidung, egal was jetzt noch kommt. Da unten ist die Straße, wo wir gerade eben runtergekommen sind. Hier geht es in eine der letzten Serpentinen. Kurven und dann ist da hinten der Durchgang auf der andere Seite. Wahnsinn! Boah, ich bin gespannt, wie es da aussieht. Da geht es morgen bzw. Abend vielleicht noch ein Stück runter. Hey, hey, hey. So, das ist die andere Seite vom Pass. Da geht es richtig schön runter. Heieiei. Heieiei. Und da bin ich hergekommen. Ciao. Ja. Hör mal, ist das heftig. Schick. Ich war da. Ist ja ruhig, ihr könnt auch da runter, dann ist ja egal. So, und darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Schönes Brodel. Der neue Schinken. So. Schönes Messer natürlich. Gute Sache. So, auf geht's auf der anderen Seite runter vom Pass. Let's go. Jetzt geht's erstmal ordentlich bergab. Und dann mache ich mich schon mal auf die Suche nach einem glücklichen Schlafplatz. Wir haben 17.13 Uhr, glaube ich. Ich habe gerade mal bei dem Hof hier gefragt, bei diesem Restaurant. Aber die wollen irgendwie 1 Euro pro Flasche. Habe ich jetzt gedacht. Ah. Und ich denke, dass unten in diesem Ort Kolfuschk oder so, Kolfuschk heißt das, glaube ich, dass da so eine Fontäne, so ein kleiner Brunnen ist. Das könnte gut sein. Bin ich hier ein Stück in den Wald hier links reingegangen und habe, glaube ich, einen ziemlich guten Spot gefunden mit einem kleinen Wasserrinnsal, das ist das perfekteste daran und halt mit einer guten Aussicht. So.
hört man schon den Bächlein, das Bächlein plätschern. Und da oben sieht man die Steine. Da würde ich ungefähr hin. Durch meterhohes Gras kämpft er sich zu seinem hart erarbeiteten World Camping Spot. So, wir haben unseren Campspot gefunden, glaube ich. Die stelle ich noch hier. Da ist eine Drohne, das macht mir Angst. Nicht, dass die mich hier ausscouten. Und das ist die Aussicht. Da lässt es sich doch auf jeden Fall campen. Hier wäre das. Das Ding ist, hier ist ein Ameisenhaufen. Und da ist ein Ameisenhaufen. Und da ist ein großer Ameisenhaufen. Da ist ein kleiner. Bedeutet, ich bin so gesehen umzingelt. Aber am weitesten weg eigentlich von allen ungefähr hier. Ich hoffe halt, dass keiner hier irgendwie verborgen ist. Und ich hoffe mal, dass die mir mein Essen nicht streitig machen. Den Rest sollen sie euch machen, solange sie mich nicht beißen. Ja, oh, da hinten über dem, an dem runden Ding sind übel viele Fallschirmspringer. Krass. Naja, ich baue jetzt hier mein Zelt auf. Ich habe das schon ein bisschen befreit von Disteln und so weiter. Hier so, weg mit dir. Oder ich baue mein Zelt vielleicht erst später auf, keine Ahnung, mal schauen. Auf jeden Fall mache ich mir dann schön Pasta mit Pesto. Na ja, und dann hoffe ich, dass die Berge schön angeleuchtet werden im Abendlicht. Und morgen wird dann hoffentlich das angeleuchtet im Sonnenaufgang. Das wird dann auch sehr wild. Da sind die Paraglider. Komm näher. Eins. Oh, da ist noch einer. Eins. Zwei, drei, vier, fünf. Und die sind da gerade auf einem Haufen. Krass, ey. So, auf dem Weg, diese Wasserflaschen aufzufüllen. Mit Wasser, was man eigentlich nicht frischer kriegen kann. Schön hier. Na, guck mal, hier, da haben wir doch sogar so ein kleines Dingen. Ja, das hätte ja schon wild werden können. Ein paar Leute. Habe ich Wasser aufgefüllt, hab so gedacht, ja, spreche ich die an, spreche ich sie nicht an. Ich habe sie angesprochen. Kann ich hier pennen? Ja, wir haben heute Abend hier, laden wir Leute ein. Wo willst du denn? Ich hab gesagt, ja, hier, diesen kleinen Baum. Ja. Hat sie gesagt, wichtig ist, dass du nichts liegen lässt. Mach ich nicht. Kennt mich ja. Ja, und dann. Ich meine, ich soll vielleicht ein Stück höher gehen. Schau ich mal, vielleicht nach da oben noch was finde. Und sonst bleibe ich hier und sage, dass ich schon höher gegangen bin. Ja, cool. Ja. Zelt ist aufgebaut. Da ist die Aussicht und da unten sind die Leute. Ich hoffe, dass ich hier bleiben kann. Ich habe schon alles ins Zelt geräumt. Das Fahrrad bleibt hier noch da stehen. Da. Ja. So, auf Schmackofatz gibt es jetzt hier Nudeln. Das Wasser kocht jetzt langsam. Nudeln kommen da rein. Pesto kommt da rein. Schmackofatz. Schmima, Schmackofatz. Schmacko, Schmacko, Schmi, Schma, Schma, Schmackofatz. Aussicht, auch Schmackofatz. So, Pasta ist fertig, Pesto ist drin und die Berge sind rot. Ist das geil. Holy Jesus. So, wir haben fast 8 Uhr. Ich habe mich schon im Zelt installiert. Es wird diese Nacht 6 Grad hier oben. Das wird ein Spaß. Ja, und deswegen habe ich mir auch schon Mütze und Schal, Jogginghose, lange Socken mache ich jetzt, gute Idee, Mika. Und Jacke ist hier drin. Werde ich mir alles noch parat legen.
Das ist schon fürs Frühstück parat gemacht. Hier säubert gerade noch der Rest. Die Schuhe stehen da draußen. Soll ich die reinholen? Ja, ich hol sie rein. Ja, und dann gehe ich jetzt gleich schon schlafen. Ich gucke vielleicht noch ein bisschen was Netflix oder sowas und dann gehe ich schlafen. Danke, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Schreib mir gerne deine Meinung zu diesem Video in die Kommentare und um die nächsten Videos von meiner Radreise nicht zu verpassen, kannst du gerne den Kanal abonnieren. Für aktuellere Infos kannst du auch auf meinem Instagram vorbeischauen, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Aber für heute verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video wieder.